Guten Morgen, Köln! Hey, Morgen! Was hat denn die Stadtbibliothek Köln mit digitaler Bildung zu tun? Alles Mögliche. So viel, wie wir auch nur anbieten können, würde ich mal behaupten. Heute zeigen wir oder stellen wir diese Redbox vor von Google Expeditions. Ja, wie man sieht, da sind 31 Handys angeschlossen. Das heißt, wir haben da Platz für eine ganze Schulklasse, die sich dafür interessiert. Man hat ein Tablet. Ich erkläre das mal. Also man sieht auf dem Tablet, das ist sozusagen der Leiter von dieser Expedition. Bei Google Expeditions, das ist eine App, werden ganz viele unterschiedliche Expeditionen angeboten. Das sind dann immer 3D-Bilder. Das heißt, man kann sich dann das Handy in so eine Maske reinsetzen, einmal durchgucken und dann sieht man, als würde man mitten im Great Barrier Reef zum Beispiel drinstehen, kann man sich umgucken und da gibt es ganz viele unterschiedliche Expeditionen, zum Beispiel man kann auf den Mond, man kann nach Ägypten, man kann unter Wasser, also ganz viele unterschiedliche Themen und die Lehrer sollen halt zu uns kommen am liebsten, genau, die sagen uns, was sie gerade in der Schule für ein Thema durchnehmen und dann versuchen wir mit den Lehrern zusammen eine Veranstaltung zu planen. Ja, was wir schon gemacht haben, zum Beispiel zu Dinosauriern und dann hat man sich erst so ein paar Museen angeguckt mit Dinosaurier-Skeletten und danach auch noch so ein kleines Set gehabt, wo man ein kleines Fossil ausgraben konnte mit Kindern, also das war schon sehr lustig. Das ist ja ein Pilotprojekt, das die Stadtbibliothek Köln halt eben auch mit begleitet. Es ist nicht nur Google Zukunftswerkstatt, die da mit einbindet, sondern halt eben auch die Stiftung Lesen. Die gibt halt eben die deutsche Unterrichtsmaterialien, bringt sie heraus zu diesen ganzen Expeditionen. Mittlerweile sind es schon 10 und es werden dann immer mehr. Und Google Expeditions hat insgesamt, glaube ich, bis zu über 400 Expeditionen, die es anbietet. Und die Stiftung Lesen gibt das dann halt eben wirklich in deutscher Sprache und vor allen Dingen methodisch-didaktisch halt eben wieder. Das ist doch schon eine gute Zusammenarbeit mit beiden. Inwiefern verändert sich die Stadtbibliothek mit dem digitalen Wandel? Wie nimmst du das wahr? Du bist ja sehr jung. Was ist dein Bild der Stadtbibliothek? Also mein Bild am Anfang war ähnlich, wie das vielleicht von vielen ist, Bücher. Als ich dann reingekommen bin, war es komplett was anderes. Also man natürlich ist Buch, das bleibt immer mit Bibliothek verbunden, aber mit jeden neuen Medien, die hinzukommen, wird das auch immer im Bereich Bibliothek immer größer. Vor allem jetzt mit Virtual Reality haben wir sehr viel, was wir dazu anbieten. Wir haben eine HTC Vive, wir haben die Oculus Rift und inzwischen können auch die Benutzer das selbstständig nutzen. Sie können dann einen Führerschein bei uns machen. Ein ganz anderer Bereich, den wir auch anbieten, ist Robotertechnik. Für die Kleinen haben wir so kleine Roboter, das sind die B-Bots, das sind kleine Bienenroboter, die man dann mit ganz einfachen Steuerungsmöglichkeiten dann steuern kann, einfach mit vor und zurück und links, rechts. Und die müssen sich schon vorher überlegen, wie die Biene fahren soll. Und das kann man dann zum Beispiel mit einer Geschichte verbinden. Dann haben wir so einen kleinen Teppich mit so Stationen drauf und dann kann man sozusagen die Geschichte begleiten und die Kinder sollen die Biene dann steuern. Und das ist schon der erste Schritt bis hin zum Programmieren, wo die Kinder das vielleicht nicht direkt merken, dass sie das schon programmieren. Und für ein bisschen, für die Erwachsenen haben wir auch den Nao-Roboter. Das ist ein humanoider Roboter und den kann man ja auch ein bisschen fortschrittliches programmieren. Er kann Gesichter erkennen, er kann Sätze aufsagen, also Bewegungen kann man dann auch einspielen lassen. Und dazu haben wir auch sehr viele Workshops, die angeboten werden, sehr viele Veranstaltungen, wo dann viele auch Gespräche dazu gibt, viele Leute herkommen und etwas präsentieren. Also da gibt es eine breite Palette, was wir an digitalen Medien anbieten. Ja, und in der Stadtbibliothek kann man dann eben auch mal was ausprobieren und man hat Teilhabe an solchen technologischen Innovationen, ohne sie selber gleich kaufen zu müssen. Und man hat Menschen, mit denen man sich darüber austauschen kann. Ne? Was hat sich für dich dadurch verändert? Also ich bin ja durchaus schon länger auch an Bibliotheken. Ich war vorher an der Hochschulbibliothek. Das war schon was ganz anderes.
was ich gar nicht so erwartet hätte durch die ganzen Jahre an der Hochschulbibliothek, wie sehr die Stadtbibliotheken auch da mitgehen, also auch in die Zukunft mitgehen. Und gut, die Stadtbibliothek Köln, die tut natürlich extrem viel dafür, die ist immer an vorderster Front mit dabei. Und als ich da aber zum ersten Mal reinkam, war das schon ein riesiger Flash, was da alles ist. Da stand dann ein 3D-Drucker und dann halt auf zwei Etagen die unterschiedlichen VR-Brillen und auch schon, dass da ein Musikzimmer ist und eine Overlock-Nähmaschine, das wollte erst gar nicht in mein Gehirn rein, dass das überhaupt mit der Bibliothek zu tun hat, bis dann dieser Maker-Aspekt dazu kam, ne? Dass man da halt einfach immer was macht und mit jedem Machen lernt man auch was Neues und das ist ja das Ziel einer Bibliothek, dieses immer was lernen, diese Bildung und das ist nicht nur lesen, da sitzen und lesen, es ist auch einfach mal was machen und Hand anfassen und das versuchen wir auch so zu vermitteln. Na, du bist ja die Ausbildungsleiterin, ne? Inwiefern hat sich dann eben auch die Ausbildung und vielleicht auch die Fortbildung innerhalb einer Bibliothek verändert? Ja, wir haben jetzt seit 2008 eine Juniorbibliothek, das heißt, die wird wirklich von Auszubildenden geleitet und da wollen wir jetzt halt eben mehr so dieses Coding auch in den Stadtteilen mehr reinbringen, dass Kinder halt eben kommen können und dann halt eben auch selber was tun. Ne? Wir können das mit kleinen B-Bots und auch in Verbindung mit einer Leseförderung machen, das auf jeden Fall, sodass das Lesen auch weiterhin gefördert wird, aber dann halt eben auch das Coding. Also wir werden wahrscheinlich dann vielleicht nächstes Jahr dann auch eine Veranstaltung mit Dash und Dot halt eben dann machen. Sodass sich dann eben auch die Vermittlung vor Ort, wie auch eben die Ausbildung von Bibliotheksmenschen auch einfach verändert im laufenden Prozess. Ja, wunderbar. Und ich denke, die Stadtbibliothek Köln ist ein hervorragendes Beispiel dafür. War ja auch nicht umsonst im letzten Jahr Bibliothek des Jahres, vor 2 Jahren. Ja, 2015. Ach Gott, ja. So schnell vergeht die Zeit. Und vielen Dank, dass Sie da uns für ein Gespräch zur Verfügung gestanden habt und ich denke,